Liebe Zuschauer, willkommen zurück auf Privatinvestor TV. In diesem Monatsupdate möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, was im Mai im Max Otte Multiple Opportunities Fund, kurz MOMO, so passiert ist. Also kommen wir erstmal zur Performance. Wir sehen hier schön eingeblendet den langfristigen Chart. Der MOMO wird ja, wie ich in den vergangenen Videos schon angedeutet habe, Ende Oktober jetzt 5 Jahre alt. Und dann wird es Zeit, erstmal eine zumindest mittelfristige Bilanz zu ziehen. Jetzt im vergangenen Monat Mai sehen wir, dass wir mit 2,8% wieder eine starke Performance hinlegen konnten. Und damit haben wir im kurzen Zeitfenster unsere Vergleichsindizes auch geschlagen. Seit Jahresanfang sind wir ebenfalls in der Spitzengruppe mit dabei. Wir haben jetzt nach Kosten für Sie bereits 12,8% verdienen können. Das ist ein Ergebnis oder ein Zwischenergebnis, was bereits über unserer durchschnittlichen jährlichen Renditeerwartung liegt. Wir möchten aber natürlich noch ein bisschen was draufpacken, keine Frage. Dann, wenn wir schauen, seit Auflage des Fonds stehen wir bei plus 52%, nach Kosten natürlich. Und das bedeutet, dass wir jetzt endlich die 50%-Marke für Sie geknackt haben. Und damit einhergehend steht auch der NAV des Max Otte Multiple Opportunities Fund bei über 1500, bei 1520 Euro. Und darauf sind wir sehr stolz und nehmen schon die nächste runde Marke gerne ins Visier. Seit Auflage entspricht das einer annualisierten Rendite von 9,6%. Da sind wir noch knapp unter unserer Zielmarke, aber das kann von Monat zu Monat immer ein bisschen schwanken. Mit der Zeit wollen wir aber natürlich darüber kommen und einen großen Ansporn, das auch für Sie zu schaffen. Die Top-Performer im vergangenen Monat sind gewesen wieder unsere Zurose-Aktie, die durchaus etwas volatil ist in den vergangenen Wochen, aber jetzt im Mai konnte sie wieder stark zulegen und war am stärksten ergebnistreibend für unseren Fonds. Dann haben wir noch Fiverr, das ist eine Neuaufnahme, da werde ich gleich ein bisschen was zu sagen. Und unsere Gazprom, da werde ich aber auch gleich nochmal ein bisschen was zu sagen. Ansonsten konnten unsere physischen Edelmetalle einen recht guten Wertbeitrag mit 0,6% zum Gesamtergebnis beitragen. Und da soll einer mal sagen, dass Edelmetalle nur rumliegen und nichts bewirken. Ansonsten kursdrückend auf der Verliererseite im kurzfristigen Fenster, wollen wir nichts unter den Teppich kehren. Da haben wir einmal die Teamviewer-Aktie, die seit einigen Wochen ein bisschen Druck nach unten hat. Wir hatten aber in einem der vergangenen Berichte, ich meine, es wäre im März gewesen oder über den März, da haben wir ja schon ausführlich zu Teamviewer Stellung bezogen. An unserer These hat sich nichts geändert. Es gab jetzt auch keine neuen kursbewegenden Meldungen, die wir ausfindig machen konnten. Also auch keine irgendwie Ankündigungen vom Unternehmen selbst. Und deswegen, wenn Sie sich dafür interessieren, dann schauen Sie da im alten Video gern nochmal rein. Oder auch in unserem Bericht, den Sie sich auf privatinvestor.li registrieren können. Dann erhalten Sie monatlich unseren Management-Kommentar. Das ist für Sie mit keinen Kosten verbunden. Ansonsten haben noch die Aktien von AdTech und Vodafone leicht auf der Verliererliste gestanden. Bei AdTech, unserem schwedischen Industrieunternehmen, gab es auch keine wirklichen Meldungen. Also das Unternehmen hat gute Zahlen vorgelegt, aber es gab jetzt nichts Enttäuschendes, so rum. Das AdTech steht seit Jahresanfang mit mehr als 20% im Plus und eine kurze Verschnaufpause ist da jetzt nicht überzubewerten. Ansonsten Vodafone hatte auch Zahlen vorgelegt, die sind, sage ich mal, langweilig wie immer ausgefallen. Da gab es jetzt weder nach oben noch nach unten einen Ausreißer. Der Ausblick war vernünftig, war okay. Das Unternehmen arbeitet weiter daran, seine Schulden zu reduzieren. Dafür wurde ja auch jetzt die Funkmastentochter Vantage Towers als deutsches Unternehmen in Frankfurt an die Börse gebracht. Und mit den Einnahmen will Vodafone ein bisschen an der Verschuldung schrauben. Ansonsten gab es auch nichts Besonderes zu den Unternehmen. Dann kommen wir jetzt etwas ausführlicher zu Gazprom. Das ist ja ein Unternehmen, was von vielen überhaupt nicht gemocht wird. Es ist sehr unbeliebt und an der Börse hat es auch mal bessere, mal schlechtere Phasen. Aber unsere langfristige Investmentthese, die kennen Sie auch, die liegt einerseits darin, dass Europa sich von Gazprom nicht lösen kann, weil ansonsten wird es bitterkalt hier im Winter. Vor allem, wenn der Winter so wie dieses Jahr bis April andauert.
Und auf der anderen Seite expandiert das Unternehmen ja geografisch stark nach Asien und produkttechnisch tut sich ja auch ein bisschen was. Gazprom ist ja auch jetzt stark ins Helium- und Wasserstoffgeschäft eingestiegen und ist auch einer der größeren Flüssiggaslieferanten in der Tat, was viele so gar nicht auf dem Schirm haben. Und die Diversifizierung nach China im Speziellen läuft immer besser an, denn China ist ja erstens immer noch ein stark kohleabhängiges Land. Das heißt, es gibt erstmal viel Potenzial, da auf saubereres Erdgas umzuschwenken. Und auf der anderen Seite ist natürlich mit der stark wachsenden chinesischen Wirtschaft, wir tun jetzt mal so, oder wir glauben die Zahlen einfach mal, die offiziell vorgestellt werden, dann ist der Energiehunger natürlich auch entsprechend groß, der da gestillt werden muss. Bei Gazprom ist es ja jetzt so, dass das vergangene Jahr schwierig war. Also zum einen, wenn man sich jetzt die Gewinn- und Verlustrechnung in Kürze einfach nur zusammengefasst ansieht, war das Ergebnis nicht so berauschend. Der Umsatz war auch so lala. Das lag daran, dass das Jahr 2019 etwas wärmer war. Und mit dem abwertenden Rubel gab es auch noch einen dicken Finanzverlust, ja, weil die Vermögenswerte in dem Sinne abgewertet haben, die Gazprom hat. Und auf der anderen Seite haben die Schuldenstände ein bisschen aufgewertet, aber da ist nichts Besorgniserregendes dabei. Die westlichen Ölkonzerne sind da, sollten sich da ein bisschen mehr Sorgen machen. Und teilweise wurden ja da auch schon die Dividenden gekürzt. Bei Gazprom ist es ja so, 35 bis 40% des importierten Gases kommt eben von Gazprom. Tendenz ist sogar leicht steigend, was viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Und was das LNG betrifft, das Flüssiggas, knüpft Gazprom in Ostasien die ein oder andere Partnerschaft. Hier in Europa hat man ja lange auch das amerikanische Flüssiggas LNG stark angepriesen. Und da hatte jetzt Gazprom in der Präsentation eine interessante Folie dabei, wo eben zu sehen war, dass nach Europa gar nicht so viel Flüssiggas verkauft wurde, obwohl der Winter jetzt 2021 sehr kalt war. Also es gibt ja auch die ein oder andere Bestätigung, dass das der kälteste Winter seit knapp 100 Jahren war. Da wurde tatsächlich das Flüssiggas dann nach Asien verkauft seitens Amerika, weil dort einfach mit der wieder anziehenden oder vorher anziehenden Wirtschaft deutlich höhere Preise zu erzielen waren. Also so viel zum Thema Versorgungssicherheit. Das fand ich schon ein bisschen überraschend und auch besorgniserregend, während auf der anderen Seite Gazprom ja dann zufällig geliefert hat und das war ja auch schon zu Zeiten des Kalten Krieges so, als das Verhältnis teilweise ja sogar noch angespannter war. Ansonsten, ins erste Quartal ist Gazprom phänomenal gestartet. Das war eines der besten Quartale überhaupt. Das Ergebnis konnte um über 30% gesteigert werden. Es wurde jetzt auch die Dividende angekündigt. Es wird ein Jahr früher als im ursprünglichen Plan vorgesehen 50% des Gewinns ausgeschüttet. Das sollte ja erst nächstes Jahr passieren. Und so kann Gazprom, weil genug Cashflow vorhanden ist, muss es die Dividende nur leicht nach unten anpassen im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben hier zeitweise im vergangenen Jahr mit einer deutlich größeren Kürzung gerechnet, sodass wir zum aktuellen Kurs auf eine ungefähre Rendite von 4,7, 4,8% kommen. Das ist schon ganz ordentlich. Und für das, wenn es so weiterläuft, dann dürfte es im nächsten Jahr dann wieder deutlich mehr geben. Weil, wie gesagt, das erste Quartal war schon super stark und jetzt auch die nächsten Quartale geben wieder Hoffnung, zumal die Energiepreise ja sehr hoch stehen und der Gaspreis, der orientiert sich ja stark am Ölpreis. Wir haben zwei Neuaufnahmen getätigt im Momo. Auf der einen Seite die eben kurz erwähnte Fiverr und die Zalando-Aktie haben wir auch interessanterweise aufgenommen. Zalando ist Ihnen ja durchaus bekannt, gehe ich mal von aus. Das Unternehmen war früher ein reiner Schuhversandhändler. Und ist jetzt immer stärker aufgestiegen, erstmal mit dem Versand von Klamotten, sowohl im günstigeren Segment als auch zunehmend im Premium-Bereich mit auch bekannten Markenprodukten. Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt auch entscheidend für unsere Investmentthese, hat Zalando seine Plattform geöffnet und tut das auch immer weiter für andere Anbieter, sodass die Händler sich Zalando anschließen und ihre Produkte über Zalando anbieten, weil Zalando, die für viele Leute unterschiedlichen Alters übrigens, das ist keine Plattform nur für 20-jährige Mädchen,
zuerst bei Zalando nach Klamotten suchen und dann ist natürlich, wer bei Zalando nicht gelistet ist, seine Produkte nicht anbietet, hat dann das Risiko, dass er eventuell gar nicht gefunden wird. Deswegen ist er mehr oder weniger gezwungen, sich der Plattform anzuschließen. Und das ist ein viel lukrativeres Geschäft für Zalando, denn erstens hat Zalando dann mit der Bestellabwicklung, so in dem Sinne, also mit dem Kartonpacken, dem Versand und auch der Retourenbearbeitung nichts mehr zu tun, was schon mal deutlich die Kostenbasis senkt. Und auf der anderen Seite kann Zalando ja dann auch ein bisschen an Lagerfläche einsparen, weil die nicht gleich proportional zum Produktangebot mitwachsen muss. Und Zalando peilt in den nächsten Jahren, wenn die Plattform einen größeren Anteil zum Gesamtergebnis beiträgt, sollen rund, 10%, 10-13% EBIT-Marge sind es genau, sollen dann bald erreicht werden. Und das ist noch deutlich über dem aktuellen Niveau, sodass mit der Zeit der Gewinn überproportional zum ohnehin schon stark wachsenden Umsatz anziehen sollte. Zalando expandiert ja jetzt auch vor allem in osteuropäische Länder, ist schon in vielen europäischen Ländern vertreten und hat sich eine starke Marktposition aufgebaut, sodass wir hier für die Zukunft noch sehr optimistisch und erwartungsvoll sind und auch sein dürfen, denke ich mal. Die Bilanz ist auch sauber, es gibt ein Netto-Liquiditätspolster von 700 Millionen Euro, also keine Netto-Schulden, was uns auch sehr erfreut. Von daher beobachten wir das Unternehmen gerne und werden laufend für Sie berichten. Unsere zweite Neuaufnahme ist die Freiberufler-Plattform Fiverr. Bei Fiverr ist es ja so, dass viele das Unternehmen kennen, auch weil sie es dann selber genutzt haben, weil sie den einen oder anderen Dienst sich schon gebucht haben. Nur kurz zur Entstehungsgeschichte. Fiverr war früher eine Plattform, wo man, daher auch der Name für einen Fünfer, für einen Fiverr, 5 Dollar, sich Kurzaufträge buchen konnte von Leuten, die teilweise auch am anderen Ende der Welt saßen. Das Paradebeispiel, was einem da immer so einfällt, ist ja immer das Logo-Design. Ich brauche für meine Website ein Logo, ich source das mal aus und für einen Fünfer lasse ich mir das dann mal machen. Das war die Grundidee. Mittlerweile ist die Plattform aber deutlich mehr als das und auch deutlich größer. Sie ist in 7 oder 8 Sprachen mittlerweile verfügbar und auch das Produktangebot wird immer weiter ausgebaut, sodass mittlerweile nicht nur verschiedene Dienstleistungen wie das Sprechen von Texten, das irgendwelche Grafikoptimierungen, Musikproduktion und so weiter, Webseiten, Bearbeitung, Design gebucht werden können, sondern es können mittlerweile auch ganze Teams für größere Projekte gebucht werden, es können Meilensteine festgelegt werden, es kann auch nach Meilensteinen bezahlt werden, sodass dieses ursprünglich eher kleine Paket immer attraktiver wird und sich quasi sowohl der Anbieter der Dienstleistung, also der Freiberufler in dem Sinne, als auch der Käufer, derjenige, der die Dienstleistung kauft, also ein Unternehmen in der Regel oder ein Selbstständiger, die schaukeln sich beide gegenseitig hoch und verstärken diesen Effekt, dass die Plattform immer attraktiver wird. Denn beide haben auch gewisse Rankings und es gibt Bewertungen und wenn die Zusammenarbeit passt, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass die Zusammenarbeit laufend fortgeführt wird. Und mit immer größerem Produktangebot ist es dann umso attraktiver, in der Plattform dann zu verweilen. Fiverr hat in seiner Unternehmenspräsentation einen Chart, den wir Ihnen hier einblenden, wo schön zu sehen ist, dass der amerikanische Freiberuflermarkt, um den geht es ja jetzt hier primär, dass der noch größtenteils offline stattfindet. Das heißt, wir haben einen riesigen, noch potenziellen wachsenden Markt vor uns, in den das Unternehmen hineinwachsen kann. Es hat eine hervorragende Stellung, ist für viele Tätigkeiten auch die erste Anlaufstelle, hat auch schon ein hervorragendes Ertragsprofil. Die Margen auf Bruttoebene sind im hohen 80%-Bereich. Das Unternehmen ist hervorragend skalierbar. Und es ist nur deswegen aktuell noch defizitär laut Gewinn- und Verlustrechnung, auch wenn der Cashflow schon positiv war, weil es 50% seines Umsatzes in Werbung steckt. Es hat jetzt beim Super Bowl im Februar eine große Werbekampagne geschaltet gehabt,
die natürlich einen hohen zweistelligen Millionenbetrag verschlungen hat und hohen einstelligen Millionenbetrag verschlungen hat und um stärker auf sich aufmerksam zu machen. Und ansonsten wird ja auch noch in andere Marketingaktivitäten investiert. Das sind aber variable Kosten. Wenn das Unternehmen eine gewisse Größe und Bekanntheit erreicht hat, dann können diese Kosten jederzeit zurückgefahren werden. Das Unternehmen hat die Profitabilität quasi in der eigenen Hand. Für uns ist, wie Sie uns kennen, auch der Cashflow ohnehin wichtiger als die Gewinn- und Verlustrechnung. Dieser ist auf operativer Ebene bereits positiv gewesen, sodass wir hier, denke ich, für die langfristige Zeit ein hervorragendes Unternehmen mit dazu gekauft haben, was hervorragend in unser Anforderungsprofil passt. Wenn Sie mehr dazu lesen wollen, dann können Sie auch gerne im Monatsbericht schauen. Also Fiverr ist für uns keine Homeoffice-Aktie, die jetzt mit der Zeit wieder in der Versenkung verschwinden wird, so wie es bei dem einen oder anderen Dienst durchaus passieren könnte, sondern wir glauben, dass Fiverr gerade mit der Besserung der Wirtschaftslage noch sogar deutlich anziehen kann und richtig durchstarten kann, weil dann eben die Arbeitswelt wieder aktiv wird, in Schwung kommt. Der Trend, das sagen ja auch viele Konzerne selbst, dass sie ihren Mitarbeitern teilweise auch wieder mehr, dass sie mehr Homeoffice zulassen, dass einige es komplett selber entscheiden können. Und es gibt auch einen immer größeren Anteil an Freiberuflern, die einfach nur für sich selber arbeiten wollen, die Herr im eigenen Arbeitshause sein wollen, selbstbestimmt arbeiten wollen. Und das spielt auch alles Fiverr in die Karten. Und natürlich dann das immer größere digitale Angebot. Es erklärt sich von selbst, warum der Rückenwind so stark für das Unternehmen ist, auch wenn die Bewertung natürlich schon einiges vorwegnimmt. Wir haben aber, als das Unternehmen eine starke Korrektur hingelegt hat, sind wir eingestiegen und auch schon ganz gut im Plus mit dem Unternehmen. Ansonsten die Edelmetalle, hatte ich kurz erwähnt, 0,6% Wertbeitrag, betragen zum Monatsende 10,2% des Fondsvolumens. Damit fühlen wir uns gut aufgehoben. Und bei einer weiteren Kursschwäche können wir jederzeit uns noch vorbehalten, nachzukaufen. Transaktion, wir haben ansonsten noch ein bisschen JD.com und TeamViewer aufgestockt im vergangenen Monat und sind ansonsten, ist nichts weiter passiert im Fonds. Wir halten 82% in Aktien, haben 10,2% an Edelmetallen und eine Cashquote von etwas unter 8%. Zum Monatsende und damit gehen wir in den Juni und hoffen auf eine weitere starke Performance für Sie, über die wir natürlich laufend berichten werden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.